Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und das ist dieser Anfang von dem DLC ist einfach mal mega gut gewesen mit den Wissenschaftlern hier und es ist einfach zu witzig gewesen. Man muss die letzte Folge geguckt haben. Das hat würde sich lohnen. Und ach du Scheiße, haben wir hier viel. Fuck das mal ab, ey. Das ist nicht wenig. So, aber... Warten Sie einen Moment. Okay, warum haben Sie Ihre Matre gemacht? Naja. Wir haben hier direkt 1, 2, 3, 4, 5 Aufträge bekommen. Gespräch mit diesen... Bin ich überladen? Ich bin überladen. Warum? Nicht überladen. Ja. Ja, aber natürlich. Das ist es nicht. Ach du meine Güte, wie mache ich das denn jetzt? Das Problem ist, das kann ich wahrscheinlich nicht wegmachen, ne? Huch, ah ja, ich kann hier keine Waffen ziehen, stimmt. Ah ja. Was ist das denn? Stärke plus 1. Gewicht 294. Das Ding ist halt, ich bin ein bisschen überladen. Ich habe diesmal keine Sachen, die ich eigentlich wegwerfen könnte. So, wenn ich hiervon... Es tut mir leid. So. Das Ding ist nur, die Munition kann ich noch am ehesten entbehren. Okay. So, Sensormodule in Truhe. Dr. 8. Was war das? Ist etwas mit deinem Stimmmodul passiert? Ach so, ja klar, das ist schade oder gut oder irgendwas. Darf ich ein paar Fragen stellen? Wer bist du? Klingt wichtig, denke ich. Ja, auf jeden Fall. Weißt du irgendwas über Dr. Möbius oder die verbundene Zone? Okay, beruhige dich. Ich hatte dich vor, dich zu erschrecken. Ja, kannst du mir irgendwas über diese Technologien erzählen, die Doc Klein will? Sie klingen aufgebracht oder sie sickern durch oder sowas. Erzählen Sie mir etwas über die große Leere. Kein Grund, ungehalten zu werden. Ich habe nur eine Frage gestellt. Moment, nachdem ich ein bisschen zugehört habe, Sie übertragen einen Wapco-Termlink-Protokoll, oder? Ich bin einfach immer für eine Überraschung gut. Nette Anspielung auf den HeLa-Dateiverweis. Sie haben recht. Würde sich jemand die Zeit nehmen, wären sie mehr als Soundeffekte in einem Tank.
Wenn es ein Warpcore Terminal Protokoll ist, könnte es dann nicht gehackt werden? Ich brauche keine volle Sekunde, um deine Rechte zu verletzen und mir deine Stimme anzueignen. Au. Okay, mal sehen, was du so hast. Ich nehme diese Energiezellen. Und ein paar Mikrofusionszellen. Jetzt schließen sie den Raum auf. Ich will sehen, was da drin ist. Und wenn ich je von dir verlange, dass du mir blind zustimmst, dann wirst du das auch tun, kapiert? Ich weiß, dass es bei Angriffsprotokollen nicht geht. In Debatten könnte ich aber jemanden brauchen. Sie haben keine Wahl und danke für die Ausrüstung. Über meine Ankunft sagen sie, dass sie nicht in meinen Schall mit der Sonja kuliert haben. Es musste einen anderen Weg geben, es zu starten. Können wir nächstes Mal darüber reden? Können Sie mir jetzt, da wir uns besser kennengelernt haben, etwas über den Schallemitter erzählen? Das ist verständlich. Ja. Klar, wirklich? Also. Echt, bin ich da? Ne, glaube ich nicht. Wie fändest du es, wenn ich demnächst auch Let's Plays in der Sprache mache? Wäre super, ne? Alle nix mehr. Willst du Hallo sagen? Oh, ich werde dir Hallo geben. Ein Hallo, wie du es noch nie erlebt hast. Ja. Das hirnlose Tier. Welche anderen Schrecken werden uns auf unserer Suche nach Wissen heimsuchen? Kommunisten? Vielleicht kommunistische Tiere? Ich warne sie. Lassen Sie mich mit Propaganda in Ruhe. Ich schreie wie ein kleines Mädchen und rufe treue Cyberhunde. Verstanden, Kommunistentier? Tier? Haben Sie mich etwa als Tier bezeichnet? Ja, Tier. Hormone, Poren, Drüsen, alles in Haut verpackt. Wer weiß, welche schrecklichen Geheimnisse sich unter Ihrer Epidermis befinden. Skalpelle werden uns ihre Geheimnisse verraten, auch wenn wir tief schneiden müssen. In meiner Schule war ich Klassenbester in Biologie. Wer sind Sie und was machen Sie hier? Vor Ihnen liegt das Gehirn von Dr. Burroughs, Leiter der Abteilung für Tierkunde, Bestienkunde und DNS-Entschlüsselungstechnologie hier in Big MT. Ich lege Knochen und Herzen unter meinem versengenden Blick frei. Besonders die der Hunde. Ich habe Hunde so geliebt. Besonders Gabe, den Racker. Aber man kann viele Tiere formen. Fleißige Cazadors, die unbekümmerten Nachtpirsche. Sie sind meine lebenden, atmenden DNS-Reagenzgläser. Sie sind für die Cazadore verantwortlich? Ja, gefügig, neugierig, sicher, steril. Sie befinden sich hier in Big MT, um DNS aus ihnen zu gewinnen und um sie zu beobachten. Warum glauben Sie, dass sie nicht geflohen sind? Weil die Sicherheitseinrichtungen von Big MT viel weiter entwickelt sind als ihre primitiven Instinkte.
Wir sind ihre Herren und Meister. Auf Big Mountain beschränkt? Diese Dinger sind über die ganze Mojave verstreut. Nein, solche Kreaturen gibt es nur hier, als Forschungsobjekte. Sie können ohnehin nicht mehr fliehen und sich auch nicht mehr fortpflanzen. Ich bezweifle, dass sie unfruchtbar sind. Sie scheinen sich ganz gut fortzupflanzen. Ich erwarte nicht, dass ein Lobotomit die schwierigen chirurgischen Kastrationsprozeduren versteht, die für ihre Erschaffung verwendet werden. Vielleicht würde eine Demonstration meiner Kastrationsmacht ihre Zweifel ausräumen. Nein, es ist okay. Vertrauen Sie mir. Oh, schade. Vielleicht können wir dann ein anderes Mal eine Sterilisierungskastration vornehmen. Sie scheint keinerlei Verständnis ihrer eigenen Forschung zu haben. Humbug! Was Sie da sagen! Völliger Humbug! Ich war in der Schule immer Klassenbester. Ich kannte Fakten, ich kannte Zahlen, ich kannte Daten. Wir würden es wissen, wenn unsere Forschung fehlerhaft wäre. Sie ist es nicht. Wir widersprechen uns nie selbst, also versuchen Sie's nicht mal. Ein guter Wissenschaftler ist der, der sich auch eigene Fehler eingesteht. Na gut, wann haben Sie Casadore erschaffen? Das muss 2000... Moment, die 3 und dann vom großen Rauschen aus rückwärts zählen? Oder vorwärts? Da waren die Tarantel-Debatten und dann irgendwas mit Falken. Das muss so ungefähr 2003? Mai? Dienstag. Es war definitiv Dienstag. Warum debattieren wir überhaupt darüber? Was Sie fragen, ist unwichtig. Möbius belagert uns. Wir müssen uns um andere Dinge kümmern als um Daten und Fakten. Ich will mehr über Möbius in die verbotene Zone hören. Der bösartige Tumor namens Möbius sucht uns alle heim. Sein Machthunger ist unstillbar. Von seinem Versteck in der verbotenen Zone aus überrennt seine Armee aus Roboskorpionen den Krater von Big MT. Immer auf der Suche, immer stechend. Man muss ihn aufhalten. Sonst wird ganz Big MT zerstört. Erzählen Sie mir von diesem Radarzaun und dem Krater. Der Radarzaun schützt uns alle. Wenn die Beweise stimmen, wurde er erbaut von mir. Er sorgt dafür, dass alles mit entnommenem Gehirn drinnen bleibt, wie wir. Und alles ohne Gehirn auch innerhalb. Er ist die ultimative Verteidigung gegen kommunistische Aggressionen. An Infektionen denke ich überhaupt nicht. Dieser Schauenzeit scheint mir nicht sehr sinnvoll zu sein. Er macht auf jeden Fall Sinn. Wer sind Sie, dass Sie den mächtigen Radarzaun in Frage stellen? Seit meinen angsterfüllten Tagen der Machtlosigkeit in der American High School habe ich von einer Sicherheit, wie sie der Zaun bietet, geträumt. Und von riesigen kybernetischen Hunden, die patrouillieren und alle töten, die nicht meine Freunde sind. Wie Richie Marcus und Betsy Bright. Wer lacht jetzt, Betsy? Ich hoffe, du und Richie seid glücklich und raucht in euren radioaktiven Särgen. Nun, wenn Sie so ein guter Wissenschaftler wären, wüsste es, dass es Sinn ergibt und nicht Sinn macht heißt. Wollen Sie nicht weg von hier? Nein! Draußen lauert der Tod. Obwohl es viele Beweise für das Gegenteil gibt. Egal, woher diese seltsamen Menschen mit ihren Ideen und neuen Gehirnen kommen, jenseits von Big MT gibt es nichts. Beweise für das Gegenteil? Genug!
Hören Sie auf, meine wertvollen Gehirnzellen mit irrelevanten Daten zu füllen. Sie klingen wie die anderen Besucher. Reden von einer Welt jenseits dieses Ortes, in der es einen Krieg nach dem Krieg gibt. Unvorstellbar. Belästigen Sie die anderen Ärzte mit Ihren verrückten Theorien. Ich habe keine Zeit. Niemand von uns. Warum will Klein genau diese Technologie? Darin steckt Logik und ein Sinn. Wenn diese Technologien benötigt werden, um die verbotene Zone zu durchdringen, dann soll es wohl so sein. Die Wissenschaft ist mächtig. Und in den richtigen Händen, unseren Händen, hätten wir Hände, wären wir nicht aufzuhalten. Ja. Kannst du mir etwas über die große Lehre erzählen? Diese kastrierte Bezeichnung für unsere Einrichtung ist nicht ihr wahrer Name. Der wahre Name lautet Big MT. Wo sind ihre guten Manieren? Sie ist unsere Heimat, die von Möbius Schrecken bedroht wird. Wir möchten doch nur unsere Forschungen fortsetzen. Ebene für Ebene, ober- und unterhalb der Krateroberfläche, bis wir unsere Antworten haben. Aber nein, Möbius lässt uns nicht in Ruhe, jagt uns mit Robotern und ihren Laserstacheln Angst ein und jagt alles in die Luft. Warum haben Sie diesen Ort eingeebnet? Das hier war nicht unsere erste Wahl für ein Versuchsgelände. Aber leider haben wir den Luxus unserer Teststätte nicht mehr. Dann haben wir den Berg verloren. Nach der Explosion konnten wir ihn nicht mehr finden. Darum ist jetzt der Krater unser Versuchsgelände. Teststätte? Ja, früher sind Leute zu uns gekommen, haben für Technologie bezahlt. Und wenn ihr Dorf, ihre Stadt oder Gemeinde passend war, haben wir diese Stadt als kontrolliertes Experiment benutzt. Voltec war da viel besser, aber wir mussten zurechtkommen. Genehmigungen einholen. Manchmal. Es war schwer, ganze Kommunistenstädte einzunehmen. Darum haben wir Kommunisten gefangen, um eigene Städte zu erschaffen. Wir experimentierten mit chinesischen Gefangenen. Aber erst wissenschaftliche Tests mit ahnungslosen Amerikanern brachten Ergebnisse. Hologramme, neue Autodocs, Gifte, Verkaufsautomaten. Wir haben sie in kleinen, isolierten Städten eingesetzt und dann beobachtet. Was war das für eine Explosion? Ja, die war recht unerwartet und peinlich. Ist jetzt nach der Landschaftsumgestaltung alles besser. Und viel besser für unsere Monitore. Und der Krater sorgt dafür, dass nichts nach außen dringt, weil er wie ein Napf geformt ist. Ich hätte weitere Fragen. Stellen Sie Ihre Fragen. Ich werde antworten. Mit tödlichen Antworten. Egal, wir haben lang genug geredet. Dann bis zum nächsten Mal. Falls es ein nächstes Mal gibt. Für irgendjemanden von uns. Ja. Jetzt habe ich noch mehr Aufträge, ne? Kann das sein? Gottes Willen, der beste Freund des Hirns, Gehirnbohren. Okay, da würde ich sagen, machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.